Meine Damen und Herren, jetzt kommt eine Band, die in den vergangenen 2000 Sendungen mindestens 4, 5 Mal hier war, bestimmt, wenn nicht gar öfter. Und jetzt sind sie wieder da mit ihrem neuen Werk. Es heißt 3 ist eine Party. Ja, das ist eine Schallplatte, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das ist so eine Art, wie eine CD, nur geilerer Sound. Ja, gibt's aber noch nicht lange. Hier sind Fettes Brot! Hallo. Fettes Brot. Das ist euer neues Werk. 3 ist eine Party. Wieso gibt es eigentlich wieder Schallplatten? Oder gibt es die nur, weil die im Fernsehen größer sind? Ja. Deswegen, größere Werbefläche. Das ist der zweite Grund. Ja. Ja, das ist der zweite Grund. Nee, es gibt immer noch. Ein paar Leute kaufen sich das. Ja, ja. Nach wie vor. Legt ihr Schallplatten zu Hause bei euch auf? Manchmal. Ehrlich gesagt nicht. Nee. Noch nicht mal CDs wahrscheinlich. Passt nicht ins iPhone. Alles vom Rechner. Alles vom Rechner. Das ist euer neues Werk. 3 ist eine Party. Was heißt das, 3 ist eine Party? Ist das, was ist das? Naja. Ach guck, da gehen die Mikrofone hoch sofort, ne? Also ich fange an. Ja. 3 ist eine Party. Man braucht nicht viel, um eine Party zu machen. Ja. Es braucht nur 3 Leute, beispielsweise uns 3. Es kann aber auch mehr sein. Ist von Andy Warhol geklaut. Geklaut, hast du gesagt? Andy Warhol hat ja gesagt, 3 is a party oder was? Ja, genau, der hat gesagt, 1 is company, 2 is a crowd, 3 is a party. Ah, okay, aber der meint Party nicht mit Party, sondern Party mit Partei. Und da sind wir auch schon beim Übergang. Das habt ihr nicht verstanden. Wir werden bei der Europawahl selbstverständlich nicht antreten. Ah. Denn auf Englisch heißt Party nicht nur Party, sondern auch Partei. Ne? Ach Mist, jetzt ist die Platte aber schon draußen unter dem Titel. Meinst jetzt du, das ist ein Problem? Spät. Aber ist auch schon anderen passiert. Wie heißt der eine noch? Nicht Herbert Grönemeyer, der andere. Ja. Marius Müller-Westernhagen. Was uns auch erst später aufgefallen ist, dass wir ein Viagra vorne drauf haben. Was habt ihr drauf? Viagra. Ach, das Ding hier? Ja, okay. Das ist einfach nur eine hellblaue Raute. Aber, genau. Vielleicht verkauft sich deswegen bei Rentnern so gut. Weil A, die Platten haben Plattenspieler und 2. Du hättest mal bei den Konzerten dabei sein sollen. Zahnlose Teilweise erste Reihe. Die wurden von ihren Enkeln dahin begleitet. Das basiert ein bisschen auf dem, alten Comedy-Klassiker-Song Ich liebte ein Mädchen in von Insterburg und Co. Ja, ist eine Weitererzählung von Herrn Insterburg, ihm seine Geschichte. Das heißt, ihr habt neue Mädchennamen auf Städte gereimt, oder wie? Nee, Namen sind da, wir nennen keine Namen, der Gentleman nennt keine Namen. Ah, okay. Nein, wir haben die Städte und wir sagen natürlich nur nette Sachen über die tollen, verflossenen Lieben in unserem Leben. Aber das mit Köln reimt sich nicht, ne? Ich liebe ein Mädchen in Köln. Das hat er Express schon geschrieben und er war nicht erfreut. Dass uns kein Reim eingefallen ist. Wir hatten heute beim Aussteigen hier in Köln hatten wir schon Angst, dass wir auf der Stelle verhaftet werden von der Karnevalspolizei, aber wir haben es bis hierher geschafft jetzt. Es ist ein Zitat von der großartigen Gruppe Deichkind. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Ja, oh, verstehe, okay. Wie viele Reime habt ihr gemacht? Wie viele Reime auf Städte in dem Song habt ihr gezählt? Es kommen 18 Damen vor. 18, okay. Ja. Welche Städte habt ihr noch nicht? Wir waren ja gerade auf Tour und haben mit Schrecken feststellen müssen, dass wir tatsächlich außer Berlin so halb irgendwie keine der Städte gereimt haben in dem Song. Und das haben wir dann natürlich irgendwie auf Tour nachgeholt. Okay, was... Wir haben mal auf Facebook gefragt, was ist der geilste Reim? Ja. Und 80% hatten was mit Oralsex zu tun auf jeden Fall von den Posts. Mein Lieblingsreim kam aus Wien. Ja. Sie hatte Ähnlichkeit mit Mr. Bean. Das war dein Lieblings. Das war dein Liebling. Oh, fand ich sehr gut. Ah, okay. Und ich fand den, ich liebte ein Mädchen in Hannover, ihr Arsch war so groß wie ein Sofa, fand ich auch. Haben wir aber nicht gesungen, weil wir wollten das Publikum nicht direkt gegen uns aufbringen an dem Abend. Aber unsere Fans waren auch sehr romantisch. Ich liebte ein Mädchen in Bielefeld und glaubte daran, dass sie Liebe hält. Oh. Oder wir hatten MC Fitti mit als Vorprogramm. Dann kam immer, ich liebte ein Mädchen in Bielefeld City. Sie liebte aber leider MC Fitti. Oh, guck mal her. Ja. Ich liebte ein Mädchen in Hof, die war leider doof. Habt ihr nicht, ne? Noch nicht. Komm, ja. So gute haben wir nicht dabei. Ich liebte ein Mädchen in Wittenberg, die nannten alle nur Tittenzwerg. Oh, es gibt viele Möglichkeiten, da kann man ja
Ohne Ende. Ich lieb dein Mädchen in Leverkusen, die hat einen echten Megabusen. Megabusen? Ja. Oder Lederbusen? Ja. Wenn sie älter ist. Ich weiß nicht, das war nicht meine Freundin, das weiß ich nicht jetzt. Ja. Ich liebte ein Mädchen in Oberhausen, sie wollte mich leider für doof verkaufen. Das rannte aber nicht. Sie wollte mit Och, das geht. Oberhausen doof verkaufen. Ja, oder Oberhaufen doof verkaufen, aber nicht Oberhausen doof verkaufen. Du bist streng. Die Wahrheit ist das viel gemeiner, sie wollte immer Koma saufen. Ah, das ist, das reimt sich besser, ja. Es reimt sich besser. Ja. Ich liebe dein Mädchen. Koma saufen geht ja auch nicht, ist ja Quatsch. Ja, nee. Oberhausen Koma saufen. Hausen. Oh, das ist mir zu streng. Das ist mir zu streng, wollte ich gerade sagen. Achso, ihr wollt es offener haben. Ja. Ja? Ich liebte ein Mädchen in Bremen, ich muss mich schämen, denn sie war bei Femen. Nicht schlecht. Ich liebte ein Mädchen in Dortmund, sie war schwer in Ordnung. Ich liebte ein Mädchen in Neuss, sie redete nur dummes Zeugs. Das reimt sich zum Beispiel wieder. Ja? Perfekt. Ich liebte ein Mädchen in Kathmandu, sie liebte mich nur ab und zu. Also hast du heimlich geübt? Geübt hier, wochenlang vorm Einschlafen. Also das Lied sollte ursprünglich 20 Minuten lang werden und wir haben noch eine Menge auf Halde.